Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. Wir sind jetzt hier auf Bespin, auf der Plattform, und hier ist irgendwas zum Gucken. Das bedeutet, hier ist irgendwas Gefährliches. Oder? Oh. Auf die da! Schleichen dauert mir zu lange. Und das ist jetzt so ein guter Schütze, dann brauche ich ja okay. Oh. Ach du. Hör mal auf damit. Hinten ist der Sniper. So, ja. Da ist ein Jena. Ich sehe bisher keinen mehr, obwohl da drin ist doch schon alles sein. Irgendwas schießt hier. Ach da. Kann man da irgendwas mitnehmen? Ein Geschütz. So, dann mal schnell rüber. Ob ich irgendwas sehe. Da hinten. Komm nochmal. Ja, stimmt. Da auch, wenn ich weggucke. Irgendwas schießt ja noch. Feind mit schweren Waffen gesichtet. Warte mal. So. Gesichert. Und jetzt zu dem Lift. Perfekt. Wir haben mehr Waffen als erwartet. Das ist einfach zu hasten. Doch, doch. Ja, ich bin da, Jungs. Ich hab ne Idee. Wird Ihnen nicht gefallen. Wir machen den Luke Skywalker oder was? Okay, wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Bereit machen, der Hask wird uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Wenn uns keiner entdeckt. Ach du Scheiße. Tja, das weckt Erinnerungen. Aber keinen guten. Der Turm des Aufsehers liegt vor uns. Hask müsste ganz oben sein. Ach, solange uns keiner entdeckt, ist mir alles recht. Seit Endor sind die Besetzungen des Imperiums schlimmer geworden. Das könnten wir sein, Ein. Sie und ich. Denk an all das Gute, das wir seit Vardos getan haben, Dell. Wir haben die Galaxis sicherer gemacht, Leuten Hoffnung gegeben. Ja, rede noch lauter. Und das tun wir jetzt auch für Bespin. Finden wir Husk. Als ob wir hier durchkommen. Hallo, ich bin irgendeine Person, die hier durch will. Ach so, okay. Er winkt mich sogar durch. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Na, das Imperium flieht. Hey, es braucht... Was quatscht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Da sind wir natürlich sofort dabei. Wir kommen ja einfach so durch. Bröckelt die Blockade. Überall im Anuat-Sektor sollen Schiffe durchbrechen. Das ist Gouverneur Adelhards Schuld. Er hätte den Aufstand sofort niederschlagen sollen. Wann wird er uns erreichen? Unwichtig. Es heißt, von ganz oben soll was Großes kommen. Etwas, das endlich die Wende bringen wird. Okay. Die Wende also. Ich bin gespannt, Oide, was... Wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Was uns wahrscheinlich die Wende bringt, das kann ja nicht viel sein. Und die Wende kommt, das wissen wir ja. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Hask! Wir haben die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu.
Der ist ja nicht mal hier. Oh doch, wo muss ich lang? Wie? Dieser Sternzerstörer. Das muss Hask sein. So viel dazu. Achtung! Weg hier! Runter von der Plattform! Wohin? Oh. Fahren! Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Was du? Die ganze Station weiß von uns. Wir müssen uns den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. Wir müssen doch nach... Na danke. Was hier? Hask war nur ein Teil der Mission. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Die X-Flügler sind auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Ja, alles klar. Das ist ein Sturm. Oh. Das wusste ich, dass das passiert. Scoutläufer! Ach du Scheiße. Spiel mit. Erst musst du den Rest wegzuholen. Die Objekte, die nicht Läufer heißen. Fuck. Fang du Arsch. Wo ist das Ding? Denn her? Oh. Oh fuck, falsche Taste. Ja. Wow. Versuch was. Um umzulaufen, weil die kommen ja die ganze Zeit hierher. So, der mich da hinten trifft, ey. Den hat man endlich. Kämpf. Haben wir das Ding? Heieieiei. Erstmal hier das machen. Alles klar, sag mal, das war. Es hat mich richtig hart erwischt. Wo
war denn das? Wir kriegen das Scheißding. Da ist er immer. Das Ding ist gar nicht. Wir haben es. So. Hau ab. Masse durch. Ich habe gerade einen Kampfläufer ausgeschaltet, Junge. Mich hält nichts mehr auf. Jäger voraus. Schön, das ist perfekt. Und sie fliegen weg. Nicht dein Ernst. Komm schon. Oder noch einer. Au. Von wo denn ich schon wieder hier? Da. Das waren alle. Suchen wir jetzt das Schiff. Wie wär's? Ein Wolkenstadtwagen? Es ist ein Schiff. Na schön. Nicht wirklich, komm. Ach du Scheiße. Na dann. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Hui! Betankungsplattform direkt voraus! Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Was? Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment! Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando! Ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Jetzt. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen, 1-2. Alle Einheiten zu mir. Alter! Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. Gut, nicht Alter. Abschießen. 1-2, Schiff stoppen. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Tivana-Gas. Ich gebe mir Mühe, aber erst schnell. Hui! Keine Chance. Ich brauche einen besseren Plan. Ach, jetzt kann ich mal nachgucken. Okay. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Das ist es schon, ja. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Betankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Hm. Ein Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando! Ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Was soll ich kaputt machen? Okay. Das kann man nicht kurzzeitig schon hier fast werden. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen, 1-2. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. Ach du Scheiße. Schiff stoppen. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Tivana-Gas. Ich gebe mir Mühe, aber erst schnell. Deswegen versuche ich es alles dran zu setzen.
Wo ist das Zeug? Pilot 1-2, wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was! Das brauchst du ja einen Boost. Wenn wir verfehlen und die Treibstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann zielen Sie! So, ich hab alles. Das ist die letzte. Leider ist Haas kurz entwischt. Ja, was passiert jetzt? Nice. Wir sehen's mal. Ach du Scheiße. Alles klar. 3 Sternzerstörer. Wie viel das... Was das für ein harter Schlag sein muss. Ah, die haben uns sogar umgefärbt. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Shriv, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Sallust. 2. Teil des Plans quasi. Verlassenes Waffendepot. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Alden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Sallust aus. Habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Still jetzt. Das Imperiums übersteigen eure Vorräte. Admiral Versio hat die Verdoppelung eurer Produktion befohlen. Die Waffen sind wichtig für unsere Pläne in den westlichen Gebieten. Wer nicht am Fließband arbeitet, geht auf Patrouille. Unsere Präsenz muss unbemerkt bleiben. Zurück an die Arbeit. Wenn Sie sie erschießen wollen, bringen wir es hinter uns. Es geht los! Ja, recht gut geklappt. Habt ihr auf! Da sehen Sie nicht durch! Ausräuchern, General! Ja, mal. Sonst noch was? Da. Komm. So. Okay, das war's. Ich hätte gedacht, hier kann ich jetzt mal schleichen, aber nein. Das ist immer noch eine Mission des Internotrupps. Und ich bin immer noch General. Obwohl jetzt Wärme. Es gibt ja auch Wärme ab. Die bauen ja also AT-ATs, wenn ich mich des Namens recht entsinne. Ich hatte recht! Ich habe den Namen doch nicht verwechselt. Das andere AT-ET oder irgendwie so. ATT oder keine Ahnung. Wir müssen da rein. Ich würde sagen, diese Tür hier öffnen wir erst in der nächsten Folge von Battlefront 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.